Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und Katja, wir spielen heute den Real-Life-Simulator. Das ist richtig, richtig doll cool. Wir befinden uns hier vor unserer richtig doll schönen Villa. Die haben wir schon ein bisschen eingerichtet mit einem kleinen Wohnzimmer, einem kleinen Kamin. Dann haben wir Baden. Oh, ein Badezimmer, das ist auch richtig, richtig doll cool. Dann geht's hier nach oben in unser kleines, süßes Schlafzimmer. Und wir können hier zur Schule gehen und dadurch richtig, richtig doll viel lernen. Und dadurch können wir richtig doll viele verschiedene Berufe machen und bekommen Geld und können uns davon Haustiere oder Autos kaufen oder richtig doll coole Ausrüstung. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir gehen in die Schule und lernen richtig, richtig doll viel für den nächsten Beruf. Und hier sind wir bei der Schule angekommen. Oh, sehr gut. Okay, Moment mal, Katja. Wir können uns jetzt aussuchen, wie wir lernen möchten. Wir können hier zum Beispiel was zusammenbauen. Wir haben oben noch Klassenzimmer, wo wir schreiben können. Und vor allen Dingen auch einen Chemieraum. Wo sollen wir als erstes hin? Ich würde erstmal ein bisschen hier Chemie machen. Oh ja. Das ist ganz cool. Dann können wir hier auf jeden Fall den Chemieunterricht starten. Und es geht los. Geht wir müssen los. Uns die Farben merken. Okay, gelb, grün, blau und rosa. Okay, gelb. Grün, blau und rosa. Sehr gut. Die verschiedenen Farben kann ich hier reinfüllen. Bitteschön, bitteschön. Und rosa kommt noch rein. Und zack, wir haben den Test bestanden. Den können wir vorne beim Lehrer abgeben. Und jetzt lernen wir ein bisschen dazu. Und den nächsten Beruf, den wir ausüben können, ist der Pizzalieferant. Das ist cool. Okay, dann würde ich sagen, wir machen noch einmal den Chemietest. Und dann gehen wir in den nächsten Unterricht. Okay, gelb, blau, rosa und grün. Gelb, blau, rosa und grün. Sehr gut. Das kommt hier alles rein. Zack und zack. Und wir haben den Test bestanden und können den wieder hier abgeben. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir schreiben hier noch ein bisschen. Dafür brauche ich hier einen Stift. Und damit kann ich hier ins Buch reinschreiben. Bitte schreiben, bitte schreiben. Richtig schnell schreiben, bis du dann den ersten Ring erstmal erreicht hast. Der erste Ring ist da. Sehr gut. Okay, ein Viertel haben wir schon geschafft. Bitte noch mehr schreiben. Und der Ring füllt sich gleich jetzt noch mehr. Bitte den letzten Teil noch füllen. Und gleich haben wir den Test auch bestanden. Sehr gut. Okay, den kann ich jetzt hier vorne abgeben. Bitteschön. Und wir haben den neuen Beruf. Wir sind Pizzalieferant. Das ist cool. Okay, das bedeutet, es geht ab zur Pizzeria und wir können Pizzen ausliefern. Das ist richtig, richtig doll nice. Okay, ich glaube auch, durch den Beruf bekommen wir super, super doll viel Geld. Und Katja, was wollen wir uns als erstes von dem Geld kaufen? Einen Hund. Ein Haustier wäre cool. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, da würde ich sagen, wir gehen ab zur Pizzeria. Und hiervon ist die Pizzeria. Oh, sehr cool. Okay, bitte den Job annehmen. Wir haben 8 Minuten Zeit. Dein Pizzawagen. Doch, wie cool. Okay, mit dem kleinen Mofachen kann ich jetzt hier die ganzen Pizzen austeilen. Und hier kann ich die erste Pizza ausliefern. Bitteschön. Hier ist der nächste. Und zweite Pizza auch abliefern. Bitteschön. Okay, sehr gut. Neue Pizza hole ich mir raus. Dann geht's hier weiter. Möchte hier noch jemand eine Pizza haben? Ich schau mal ganz kurz hier vorne. Aber ich glaube, hier beim Haus ist keiner. Nee. Hier ist keiner. Da vorne ist noch einer, der eine Pizza möchte. Guten Tag. Frische Pizza. Bitteschön. Schön, Pizza habe ich auch abgeliefert. Okay, 7 Stück muss ich noch abliefern in 4 Minuten. Dann möchte hier der Nächste eine Pizza. Bitte hier rausholen. Okay, noch 6 Stück. Und bitte abgeben. Okay, haben wir auch. Dann geht's hier vorne weiter. Hallo, Gacha. Okay, möchte hier vorne noch eine Pizza haben? Ich sehe auch einen. Okay, warte, ich gehe ganz kurz zu dem. So, und Pizza wird ausgeliefert. Schnell hier rüber. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Und ja, bitteschön. Ich komme zu dir, Kater. Da kann ich dort auch wieder Pizzen ausliefern. Da ist einer und dahinter ist auch noch einer. Oh, sehr gut. Okay, zack, hier die abgeben. Und hier vorne ist auch noch einer, der möchte auch eine Pizza. Und er möchte auch eine Pizza. Auch. Oh, ich hole noch mehr Pizzen. Okay, 3 Stück müssen wir noch abliefern. In 2 Minuten, das schaffen wir. Okay, ich fahre mal hier oben hin insgesamt. Dann hier die nächste Pizza. Epic, was sind die letzten 3 hier? Oh, sehr gut. Dann bekommt er noch eine Pizza. Und der Letzte bekommt hier auch noch seine Pizza. Und bitte rausholen. Bitte schön. Wir haben es geschafft. Das und war trotzdem richtig knapp, ne? Doll viel Geld bekommen. Das stimmt. Ja, bitteschön. Ich habe jetzt auf jeden Fall insgesamt 9 Gold. Und vielleicht kostet ein Hund 10 Gold. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und schau mal, Katja. Hier im Tierladen gibt es so viele süße kleine Hundis. Oh, wie cool. Und hier vorne könnten wir uns ein Haustier kaufen. Oh,
also der erste Hund für 10, die Katzen für 7 bis 9. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir sparen auf jeden Fall noch. Und da könnten wir uns hier einen kleinen Corgi-Hund kaufen. Das wäre süß. Dann würde ich sagen, Katja, wir gehen in die Schule, lernen dort auf jeden Fall noch für den nächsten Job. Dann können wir den machen und dafür bekommen wir dann richtig, richtig doll viel Geld und können uns unser erstes Haustier kaufen. Okay, dann geht sie auf jeden Fall wieder in die Schule rein. Dann würde ich sagen, Katja, wir machen diesen Unterricht. Hier können wir auf jeden Fall, oh, ein weiteres Skateboard bauen. Für das Deck des Skateboards brauchen wir auf jeden Fall 2 Holz und ein Gold. Und für die Reifen brauchen wir 4 Goldnuggets und auch ein Holz. Okay, das können wir hier auf jeden Fall zusammenbauen. Oh, das wird so cool. Dann lernen wir noch mehr und können dann den nächsten Job machen. Okay, hier kommt ein Gold in die Mitte. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal das Deck. Dann kann ich hier das Gold umcraften und hier außenrum platzieren. Und hier kommt ein Holz in die Mitte und wir haben die Reifen des Skateboards. Sehr gut. Okay, das Deck wird hier oben platziert. Die Reifen werden hier dran platziert. Und wir haben wieder ein bisschen was gelernt. Ah. Und der nächste Job ist ein Fastfood-Chef. Das ist cool. Okay, was können wir jetzt hier craften? Ich glaube, das ist ein Roller. Ja, tatsächlich, das ist ein Roller. Dafür brauchen wir einen Stick, 3 Eisen, ein bisschen Rohholz und noch ein bisschen Flint. Okay, dann crafte ich mir zuerst mal einen Stick. Der kommt hier oben hin. Hier unten kommen 3 Eisen hin. Damit haben wir schon mal das Deck des Rollers. Das kann ich hier schon mal platzieren. Und zack, sehr gut. Dann kann ich als nächstes den Lenker machen mit 2 Eisen und Rohholz. Da kommt hier ein Eisen hin und Rohholz. Sehr gut, ich habe den Lenker und flupp, der kommt hier auch dran. Und als letztes die Reifen mit Flint. Okay, dann kommt hier ein Holz in die Mitte. Flint kommt außen rum, so und so. Und ich habe die Reifen für den Roller, die werden hier platziert. Oh, sehr gut, wir haben wieder ein bisschen was dazugelernt. Und wir haben hier jetzt den Roller. Okay, als allerletztes können wir hier ein Fahrrad bauen. Tatsächlich, okay, für das Fahrrad brauchen wir Gold, Eisen, Holz und sogar ein Diamant. Okay, dann kommt hier auf jeden Fall ein paar Stickies hin. Hier kommt Eisen hin und hier kommt das Gold hin. Und ich habe schon mal den Rahmen des Fahrrads. Okay, der kommt hier hin. Dann baue ich als nächstes den Lenker mit 2 Iron Nuggets, einem Flint und einer Fackel. Die kommen so hin. Flint kommt hier hin. Die Fackel kommt hier unten hin. Und sehr gut, den Lenker habe ich. Und dann kann ich hier als letztes die Reifen craften mit einem Diamant und Gold Nuggets. Okay, Gold Nuggets habe ich noch. So und so. Der Diamant kommt hier in die Mitte. Sehr gut. Und schau mal, Katja, wir können jetzt hier das Fahrrad zusammenbauen. Der Lenker kommt dran und die Reifen kommen dran. Und wow, wir haben den neuen Job. Tatsächlich, wir sind Fastfood-Chefs. Oh, das ist cool. Sehr gut. Okay, ich bin jetzt richtig, richtig doll gespannt, was wir hier machen können. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall alles braten und an die Gäste ausliefern. Oh, okay, what? Der Pizzateig kommt hier hin, Tomatensauce kommt drauf und die Peperoni, bitteschön. Oh. Wir müssen uns sehr, sehr beeilen. Okay, ich mache die nächste Pizza insgesamt. Das haben wir. Pizza kommt hier hin, Soße drauf und bitteschön. Nächste Pizza abgeliefert. Sehr gut. Okay, der nächste Kunde möchte auch eine Pizza haben. Dann nehme ich mir das raus, nehme ich mir die Soße raus. Pizza kommt hier hin. Bitteschön und bitteschön und abgeliefert. Okay, das klappt auf jeden Fall ganz schnell. Die wollen aber alle gerade nur Pizzen haben. Wir könnten auch theoretisch noch Burger servieren oder auch Hotdogs. Ich bin sehr gespannt. Da möchte jemand einen Hotdog. Okay, man braucht ein Hotdog-Brötchen, man braucht das Würstchen und Senf. Senf. Würstchen habe ich und Senf habe ich auch. Sehr gut. Okay, das kommt hier hin, das Würstchen kommt rein und Senf oben drauf. Guten Appetit. Und nächster Kunde, bitteschön. Eine Pizza. Okay, Peperoni habe ich, Teig habe ich und ich habe auch die Tomatensauce. Bitteschön und wird platziert und nächster bitteschön. Oh, Entschuldigung. Okay, noch eins. Was ist denn da los? Okay. Und platziert und platziert. Das klappt richtig, richtig doll gut. Und bitteschön, nächster Kunde, Burger. Brötchen habe ich. Bitteschön und bitteschön. Und du kannst den Salat drauf machen. Sehr gut. Pizzateig habe ich. Tomatensauce. Und Peperoni habe ich auch. Sehr gut. 6 Leute haben wir noch. Brötchen habe ich. Oh, ich habe das Falsche rausgenommen. Oh, oh. Und zack. Und abgeben. Sehr gut. Okay, was möchte der Nächste? Er möchte eine Pizza. Pizza. Tomatensauce brauche ich. Okay, Pizzateig habe ich. Und hier die Peperoni kommen oben drauf. Guten Appetit. Sehr gut. Okay, noch 2 Minuten haben wir Zeit. Oh, Hotdog. Senf. Brötchen habe ich. Das wird hier platziert. Hotdog kommt rein. Senf kommt oben drauf. Entschuldigung. Nächste Pizza. Tomatensauce. Wir müssen uns hier so schnell beeilen. Okay, der letzte Kunde. Und er möchte ein Hotdog. Oh, okay. Hotdog-Brötchen, Hotdog und wir haben zack. Es geschafft. Ja, und wir haben richtig doll viel Geld bekommen. Insgesamt dann 10. Und damit können wir uns dann den Corgi kaufen. Das wollen wir das machen? Stimmt. Ja, und ich kann mir jetzt hier den Corgi kaufen. Oh, sehr süß. Wir haben ein kleines Haustier. Okay, 9 Geld habe ich noch übrig. Pfeife kaufen? Ja, eine kleine Hundepfeife kaufe ich auch. Oh, und ein Halsband kann ich auch kaufen. Das ist süß.
süß. Oh, wie cool. Der ist ja wirklich richtig doll süß und er macht sogar Sitz. Schau mal. Oh, das gefällt mir richtig, richtig doll gut. Wir haben in der Schule super, super doll viel gelernt, haben dadurch richtig doll coole Berufe bekommen und konnten dadurch super, super, super doll viel Geld machen. Das ist richtig doll cool. Oh, stimmt. Und wir haben jetzt hier den kleinen Wurfbär. Oh, ja. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.